Hallo zusammen, heute geht es um die lange Leitung, nicht von mir, das weiß ich, dass ich die habe, aber heute geht es um Kühlschränke mit einer langen Leitung oder solchen Kühlaggregat mit einer langen Leitung. Wir haben zum Beispiel hier unseren Slim 90, das ist relativ ein schmaler Kühlschrank, nur 42 breit und der wird sehr viel in Kastenwägen verbaut. Wohnmobilen, die zu Kasten oder Kastenwägen, die zu Wohnmobilen umgebaut werden. Und Standard habe ich das Kühlaggregat hier mit einer Leitung von hier unten bis hier oben mit 1,5 Meter Leitung. Dieses Kühlaggregat hier mit dieser Leitung, oh, muss ich ins Bild fahren, hat auch Standard 1,5 Meter Leitung. Wo die 1,5 Meter Leitung herkommen, weiß ich nicht so genau, aber Standard liefern wir Schränke mit 1,5 Meter Standardlänge aus. Nur jetzt hier, habe ich hier noch aufgerollt, runter, das sind jetzt 2,10 Meter. Und so kann ich das Kühlaggregat hier 2,10 Meter vom Kühlschrank wegstellen. Das heißt, ich kann damit zum Beispiel in die Heckgarage fahren oder irgendwohin im Wohnmobil. Oder ich kann das zum Beispiel unter den Vordersitz fahren, weil ich da noch Platz habe, oder hinter den Vordersitz und den Platz im Kastenwagen besser ausnützen. Und für das brauche ich eine längere Leitung. Oder ich habe ein Boot. Da kann ich das Kühlaggregat in die Backskiste setzen und dann da, ich sag mal, die Abwärme nutzen, zum Beispiel die Taue zu trocknen. Hier habe ich dann ein Kühlaggregat. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist das Kühlaggregat und hier habe ich die Leitung. Das sind jetzt hier 3,50 Meter. Das heißt, das Kühlelement, das gleiche wie da drin ist, also nicht jetzt genau dieses Modell. Das kommt in den Kühlschrank, das sieht dann so aus hier. Das kommt in den Kühlschrank und da hat es noch Eis dran. Also hier kann man eine Schneeballschlacht machen, so ein bisschen Eis. Das kommt in den Kühlschrank und der Kompressor, der sitzt dann irgendwo anders. Bis 10 Meter Leitung ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Drüber müssen wir drüber diskutieren, wegen der Lage, wegen Kältemittel, Füllmenge und so weiter. Aber technisch auch kein größerer Aufwand. Und hier seht ihr zum Beispiel, dieses Aggregat hat Kupplung. Hier habe ich solche Schnellkupplungen, die sind jetzt zusammengeschraubt zum Testen. Wir machen hier einen Testlauf damit. Und dann kann man diese Kupplungen trennen. Ihr könnt mit dem durch den Bootsrumpf fahren oder im Wohnmobil ans richtige Ort und die Kupplungen wieder zusammenschrauben. Die Möglichkeit gäbe es auch hier, dass ihr zum Beispiel sagt, ich will mit der Leitung durch den Boden durchfahren und im Keller oder was halt da unten ist, oder die Straße, also nicht auf die Straße stellen, sondern ein Blech montieren und das Aggregat drauf. Und dann könnte ich auch hier mit solchen Kupplungen arbeiten. Kostet Geld, ist nicht im Standardpreis drin, ist eine Option, aber wir liefern das. Weil Wemo ist, glaube ich, der einzige in der Branche, der lange Leitungen liefert. Auch als Einzelanfertigung. Für den Endkunden, ihr könnt also als Endkunde bei uns einen Schrank bestellen mit 3 Meter Leitung. Überhaupt kein Problem. Lieferfristen für solche Geräte liegen in der Regel bei einer Woche, vielleicht im Sommer bei 2 Wochen, aber wir können das liefern. Ja, zum Stromverbrauch. Jetzt ist der Verdampfer runtergegangen. Zum Stromverbrauch von diesem Kühlschrank-Kühlaggregat, der liegt etwa bei 12 Watt und hier bei 70 Watt. Die 12 Watt ist aber der durchschnittliche Stromverbrauch bei 5 Grad in, 25 Grad außen.
Und bei dem Kühlaggregat ist der Stromverbrauch 70 Watt, obwohl die gleiche Kühlmaschine verbaut ist. Nur hier habe ich keinen Einfluss, wie das Gehäuse gebaut ist. Also wenn das Gehäuse gebaut ist, so wie hier, heiße Luft, dann läuft das Ding permanent und kühlt nicht oder erreicht die Temperatur nicht. Habt ihr aber hier ein Kühlaggregat mit so dicken Wänden, dann ist der Stromverbrauch vielleicht nur 2-3 Watt. Jetzt wollt ihr das Teil betreiben, autonom, autark, ohne Stromanschluss, ohne irgendwas, dann braucht ihr logischerweise eine Batterie. Beispielsweise, ich habe hier so eine Lithium-Batterie, da hält so ein Kühlschrank hier 3-4 Tage. So ein Kühlaggregat kann ich euch nicht sagen, weil ich kenne euren Stromverbrauch nicht, weil der Stromverbrauch wird vom Gehäuse bestimmt. Ja, jetzt sagt ihr ja, nach 3-4 Tagen ist ja meine Batterie leer. Was mache ich dann? Da gibt es die Möglichkeit von solchen Solarpanels. Also heißt, ich brauche solche Solarpanels. Hier liegen wir jetzt bei 130 Franken. Ihr braucht noch die Befestigung, das ist sehr individuell. Da gibt es zum Beispiel Füße, die kleben. Die haben wir bei uns im Lagershop vorrätig. Der Kleber haben wir auch vorrätig. Und dann braucht ihr hier ein Kabel von diesen Steckern auf einen Solarregler. Das hier. Und dann brauche ich noch einen Solarregler, den ich also vom Panel über die MC4-Stecker, hier habe ich jetzt 5 Meter, Länge ist da variabel, aber Standard ist 5 Meter. Und dann gehe ich hier drauf. Schwarze gleich wie das rote, da schließe ich hier an. Ah, das ist falsch. Rot auf rot und schwarz auf schwarz, logischerweise. Und dann habe ich hier eine Sicherung und mit diesen zwei O-Ringen gehe ich auf die Batterie. So habe ich einen MPTT-Regler, also Maximum PowerPoint Tracking Regler, der 20-30% mehr aus einer Solarzelle rausholt wie ein PWM-Regler. Dieser Regler hat keine Anzeige, kein Bluetooth, kein WLAN, keine Schnittstelle. Der regelt einfach nur. Punkt, fertig. Ihr seht ja auf der Batterie, übers Bluetooth was reinkommt, oder ihr habt einen Jump verbaut, da ihr auch seht, was rein und raus geht auf der Batterie. Da mache ich euch ein Video separat. Also mit der so 130 Watt Anlage und dem Solarpanel kann ich ja jetzt zum Beispiel diesen Kühlschrank betreiben. Hier. Wenn das Gehäuse stimmt, auch überhaupt kein Problem. Und so habe ich eine autonome Stromversorgung und autonom gekühlt, also wenn ihr keine andere Strommöglichkeit zur Verfügung habt. Also diese langen Leitungen gibt es, das ist überhaupt kein Thema. Ich mache euch hier ein Video über diese Kupplungen und hier ein Video über diesen Slim 100, Slim 90. Und hier könnt ihr mir ein Abo dalassen, dann bringe ich wieder mal ein Video und ich wünsche euch einen schönen Tag.